Ja, und von daher ist dieser letzte Satz aus seiner Predigt wirklich, also ja, wie gesagt, ich habe es gerade im Gottesdienst schon gesagt und ich finde es auch jetzt immer noch gut. Die Frage ist nicht, was kommt nach dem Tod, sondern wer kommt nach dem Tod? Und das ist das eigentlich, was einen ja entspannt machen kann, vielleicht auch so, ne? Hi, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute zum Ewigkeitssonntag auf einen Kaffee. Matze hat gerade schon zum Thema gepredigt, was kommt nach dem Tod? Und Julia und ich versuchen das jetzt nochmal für uns zu verstehen, nachzuvollziehen, zu gucken, was macht das mit uns? Wie geht das zu Herzen? Mhm. Julia. Daniel. Ja, wenn du sagst, okay, das ist unser Thema, was kommt nach dem Tod? Wir glauben ja daran, dass es nach dem Tod eine Ewigkeit bei Gott gibt. Mhm. Hast du davon eine konkrete Vorstellung? So. Seitdem du mir mal in dieser einen Challenge aufgetragen hast, das Johannesevangelium zu lesen. Ist noch nicht lange her. Ja, ist noch nicht so lange her. Habe ich mich mit einer Stelle nochmal genau auseinandergesetzt. Und das ist die Stelle Johannes 14 oder so. Da steht es mit den, in meinem Vaters Haus gibt es viele Wohnungen und ich gehe vor, um euch da was, also einen Ort zu bereiten, so. Und das finde ich irgendwie seitdem ein schönes Bild für Ewigkeit. So. Also wenn ich weiß, dass ich da hinkomme und dass da alle sind, die da vielleicht schon auf mich warten und es wirklich so ist wie Wohnung, also wirklich echt irgendwie. Das klingt so praktisch, ne? Ja. Ja, also dann hat das halt auch so, keine Ahnung, vorher, ich muss schon zugeben, dass ich irgendwie mir das nicht so richtig vorstellen konnte, irgendwie, wie ist das denn dann irgendwie Himmel und so und Ewigkeit und wie sehen wir denn dann da aus und so. Aber jetzt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht gibt es unterschiedliche Wohnungen. Die einen sehen so aus, die anderen so. Ja. Ich brauche unbedingt eine Couch. Ja. Die hier würde ich, glaube ich, mit. Die ist schön, ne? Aber wie stellst du es? Wohl ich durch eine Couch. Wie stellst du es dir vor? Mir hilft die Stelle auch, weil die halt so praktisch ist. Mhm. Ich gehe vor, euch eine Wohnung zu bauen. Das klingt halt so, es gibt halt irgendwie auch ein normales Leben. Ja. Ich habe eine Wohnung. Ja, genau. So. Es hilft mir total. Mir fällt das ganz schwer, da konkret drüber. Also so konkret. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, was mache ich da den ganzen Tag? Ja. Und gibt es einen Tag? Ja. Ein Tag ist ja nur mal, dass sich die Erde einmal dreht. Das wird da ja irgendwie nicht so sein. Ja. Oder vielleicht anders. Ich merke, für mich ist es schwer. Aber ich glaube, Matze hat ja auch gesagt, dass wir einen Teil davon schon erlebt haben. Mhm. Im Grunde immer dann, wenn wir hier, ich sag mal, gute Gottesbegegnung oder so, das Beste vom Leben, ne? Also wie war das? Große Versöhnung nach dem Streit, aus dem Krankenhaus kommen, nach Krankheit, vor der man echt Sorge hatte, dass man sie vielleicht nicht überstehen könnte oder so. Ja, Heilung. Was hat er noch gesagt? Da war noch, Traurige werden getröstet. Versöhnung, solche Dinge. Genau, solche Sachen. Ich glaube das schon, weil das ist ja, wir hatten es ja auch, Jesus kommt auf die Erde und mit ihm beginnt Gottes Reich. Ja. So, und der Himmel ist Gottes Reich dann eben komplett. Mhm. Deswegen glaube ich schon, mir hilft da schon diese besten Momente, wo ich das Gefühl hatte, da bin ich mit Gott so richtig im Reinen, dass das sozusagen dort der Standard ist. Ja. Jesus bestimmt die Kultur. Ja. Seine Liebe ist überall. Ging dir das auch so? Also ich habe dann, als ich dann darüber nachgedacht habe, okay, ne, wie sieht für mich der Himmel aus? Gibt es übrigens ein Lied von Philipp Poisel, wie sieht dein Himmel aus? Ja. Habe ich nochmal ganz anders gehört dann. genau, also zum einen die Frage, okay, wie ist Himmel in Ewigkeit irgendwie? Und wie ist halt, ja, wie kann man das zusammenbringen mit Gottes Reich, was jetzt schon irgendwie anfängt, irgendwie so, ne? Weil es irgendwie sind es für mich dann schon irgendwie doch zwei unterschiedliche Bilder. Natürlich. Ja, ja, hier ist ja Gottes Reich immer halt so, es ist ja anfänglich. Ja. Es ist nicht vollständig. Ja. Es ist auch so, die einen sagen ja, das ist Gottes Reich, die anderen nicht. Ja. Also das wird dann anders sein. Das ist die Wirklichkeit, glaube ich, nicht mehr so uneindeutig. Ja. So. Siehe, ich habe ein neues geschaffen, ne? Ja, es wird alles neu. Ja, genau. Es ist schon anders. Es ist anders und trotzdem werden wir es erkennen und wiedererkennen. Ja. Weil es ja der gleiche Herr ist. Ja, guter Satz, oder? Ne? Ja. Aufschreiben. Ihr könnt ja mal erzählen, wie für euch Himmel aussieht, wie für euch Ewigkeit aussieht, ob ihr euch da mal Gedanken drüber gemacht habt. Das würde mich, würde uns brennend interessieren. Man kann auch Bilder drüber malen, ne? Ja, oder Fotos. Will ich halt, meine Mutter oder meine Frau sind beide Lehrer. Ich weiß nicht mehr wer, aber einer hat mal die Kinder Himmel malen lassen im Unterricht. Oh. Ja, voll schön, ne? Aber es gab dann Eltern, ganz fromme Leute, haben gesagt, das geht nicht. Man soll sich ja von Gott kein Bild machen und so. Haben da voll Ärger gemacht. Echt? Ja, ja, ja. Ich weiß gerade nicht mehr, ob es in der Grundschule war bei meiner Mutter oder jetzt an der Gesamtschule von Friederike. Aber das ist doch an jedem, also auch in jedem Konfirmandenunterricht, in jeder Konfirmandenarbeit ist es doch auch so eigentlich auch in Kirchen gängig gewesen. So. Wir machen Kirchen so ja Bilder vom Himmel. Ne? Ich glaube, wir brauchen das auch. Wir brauchen davon ja irgendwie, ich finde gut, ich nenne es mal, eine gut begründete Fantasie brauchen wir.
Also eine Fantasie, wir brauchen, muss uns ein Bild selber geben, ja, finde ich. Ja. Aber es gibt ja Anhaltspunkte in der Bibel. Ja. Es ist völlig klar, Jesus ist da und Jesus bestimmt die Kultur. Mhm. Das ist jetzt nicht, was ich mir persönlich vorstelle, sondern das ist ja, ja, also das steht in der Bibel deutlichst. Ja. Mhm. Das schon. Wie gehst du, Matze hat sich ja heute, er hat sich schon auch vorgewagt, weil er hat gesagt, okay, der Tod, der Himmel. Und dazwischen? Das Gericht. Das Gericht, jo. Ich bin gestolpert, ich bin richtig gestolpert, ja, muss ich wirklich sagen. Er hatte an einer Stelle hatte diesen Begriff, wie hieß es nochmal? Ich gucke mal ganz kurz nach. Reinigendes Feuer. Feuer der Befreiung oder so. Irgendwie. Stimmt, ja. Genau, so, also. Das hat er gesagt und da habe ich so gedacht, also obwohl er gesagt hat. Du bist okay, nervös geworden, ja? Ja, ich bin nervös. Ich habe es gespürt, so ein bisschen so. Er hat nichts gesagt, von wegen irgendwie so, nee, das hat nichts mit Fegefeuer oder sowas zu tun und so. Aber da habe ich so gedacht, so, es hat mich kurz ins Wanken gebracht, weil meine Theologie ist ja schon eine andere irgendwie, ne? Also nicht irgendwie, ich komme ins Fegefeuer und dann erst. Ja, du willst niemandem drohen mit der Hölle. Ja, irgendwie so, das genau, ja. Darum geht es hier, ja, oder? Ja, genau, das richtig, ja, genau. Klar, das haben wir eben. Natürlich gibt es in der Kirchengeschichte ja auch, ne? Dieses, wenn du so und so nicht, dann kommst du in die Hölle. Ja, genau. Schlecht. Ja. Ich finde, er hat das aber, ja. Er hat das ja an dieser Stelle gemacht, dass der Mensch gerettet wird durchs Feuer hindurch. Sein Werk vergeht und so, das schreibt Paulus. Ja. Genau. Also mir hilft das schon, weil du musst doch irgendwie handeln, dass es diese ganzen Gerichtsstellen gibt in der Bibel. Und er hat ja gesagt, dass halt unser Werk dann geprüft wird und verstanden wird, aber dass vieles halt auch vergeht. Und was für uns jetzt ganz wichtig ist, dass. So, oder wo wir voll falsch liegen und so, das wird alles offenbar. Und ich glaube, es hat voll die reinigende Kraft, ist aber halt auch schwer. Mhm. Also ich finde das eigentlich ein gutes Bild, weil ich es ertragen kann. Ja. Ja. Also, und es ist ja auch, ich meine, der Himmel ist ja auch anders als die Erde, weil die Menschen da anders sind, als sie hier sind. Ja. Wir nehmen unsere Sünde, unsere Lieblosigkeit, unser einander nicht verstehen, das nehmen wir nicht mit. Ja. Das bleibt im Grab. Ja. Ja, es ist also, halt so dieses Ding von Bilanz ziehen, das hat er ja auch gesagt, ne? Also dieses, das mal abzugeben, das mal loszulassen irgendwie und dann halt nochmal vielleicht anders weiterzugehen. Ja. So. Das schon. Total. Also mir tut es immer sehr gut, mir Gedanken darüber zu machen, okay, wo habe ich vielleicht auch Fehler gemacht irgendwie und wo müsste ich vielleicht mal so ein. Meinst du, kannst jetzt auch schon was ablegen, ne? Nein, aber also ich meine so Buß- und Bettag oder so, das ist ja auch vielleicht ein guter Tag gewesen, um sich mal damit so Gedanken zu machen oder so. Also ja, also mir tut es gut. Und auch tut mir gut zu wissen, dass Gott so ein Glanzprüfer ist. Glanzprüfer? So, ja. Ja. Ja, stimmt, er hat gesagt, genau, was ist Jesus für ein Prüfer? Ja. Sucht er die Stärken oder die Schwächen? Ja. Ja. Ja, total. Ja. Ey, vor allem, das Interessante ist ja, das kam, wenn du das Predigen der Bibel ist ja aber auch, also mal ist der Richterstuhl Christi, vor dem wir alle offenbar werden müssen. An anderer Stelle ist es ja aber, dass Jesus an unserer Seite sitzt. Mhm. Und das hat Matze auch so gesagt. Einerseits ist es irgendwie der Prüfer, dann auf einmal sitzt Jesus aber also an unserer Seite, sozusagen auf der Bank. Mhm. Und dort, wo es ein Urteil über mich geben kann, das ist einfach nur ungenügend. Ja. Da sagt ja Jesus, ja, das trifft aber mich. Genau. So, ja. Ich nehme Schuld auf mich, er ist frei, ihn nehme ich mit in mein Reich. Genau, ja. Das finde ich, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ja, ich lebe und ich sorge dafür, ich nehme dich mit. Ja? Ja. Es ist nicht so, du verdienst dir das nicht, es gibt kein Gericht und dann musst du jetzt ich sag mal, mehr Taten auf der guten Waage haben als schlechte Taten, sondern ich nehme dich mit. Ja, genau. Das finde ich unglaublich befreiend. Ja. Weil das ist so, deswegen können wir auch die Wahrheit aushalten. Voll. Über uns selber. Ja. Weil wir am Ende nicht dafür bezahlen und auch nicht danach beurteilen. Also, es ist ja nicht Himmel, Hölle, was so gut oder schlecht, sondern Christus rettet uns. Mhm, genau. Er nimmt uns mit in sein Reich. Er geht vor, uns die Wohnung zu bereiten und wir werden mit ihm leben. Ja. Und vorher haben wir eine Möglichkeit, irgendwie nochmal das abzulassen, irgendwie was. Ja. Ja, das macht den Himmel doch auch besser. Voll, oder? Es ist ja auch, der Himmel aber die Verlängerung des Lebens. Ja. Das ist ein bisschen zu wenig. Ja. Also. Ja, und von daher ist dieser letzte Satz aus seiner Predigt wirklich, also, ja, wie gesagt, ich habe es gerade im Gottesdienst schon gesagt und ich finde es auch jetzt immer noch gut. Die Frage ist nicht, was kommt nach dem Tod, sondern wer kommt nach dem Tod? Und das ist das eigentlich, was einen entspannt machen kann, vielleicht auch so, ne? Mich schon. Ja. Weil ich muss gestehen, ich finde halt an sich die Vorstellung, was. Also ich merke an mir selber, ich weiß nicht, vielleicht bist du da stabiler, ja. Wenn ich nicht genug geschlafen habe, das kommt gerade öfter vor, ja, so, oder nicht genug gegessen habe oder so, dann verändert sich ja bei mir schon alles. Ja. Dann verändert sich meine ganze Gefühlslage, da ranze ich meine Frau an, wegen gar nichts. So, es ist einfach, also da merke ich wie, also zu wenig Zucker und ich werde echt unleidlich. Ja, was ist denn das? Mhm. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass es mich gibt ohne diesen Körper. Ohne diesen Körper. Mhm. Also das ist für mich, ich kann das gar nicht denken eigentlich. Ja. Aber mit Jesus halt irgendwie schon. Ja. Aber nur von ihm. Nur von ihm. Ja, okay. Ich habe eine Predigt gehört,
Das war ja aus der Nachbarn, also noch weiter. Da sagte der Pastor, ich weiß gar nicht mehr, was er alles erzählt hat, aber sein wichtigster Punkt war, Jesus kannst du vertrauen. Mhm. Und das, ich finde, das stimmt und das kann ich auch. Ja. Also das fällt mir, weißt du, das, ich glaube, dass das alles, was da kommt nach unserem Leben hier, dass das alles mit ihm ist. Mhm. Und deswegen tröstet mich das auch. Ja. Also. Voll. Wenn wir hinterher drüber nachdenken, so in meinem Bild, Wohngemeinschaft mit Jesus, gute Sache, oder? Gut, oder? Klar. Jesus als WG-Papa. Ja, genau. Ja. Ja, der das alles vorbereitet hat. Der Hausvater. Ja. Ja, der so, genau, unterschiedliche Räume, unterschiedliche Menschen und sie alle zusammenbringen. So. Ja. Ja, das wird doch. Das wird cool. Ja. Und ich finde, das ist auch Tröste. Das ist ja ein besonderer Sonntag. Mhm. Also Sonntag, wir reden immer von Ewigkeitssonntag. Im Volksmund sagt man ja auch Totensonntag. Ich finde Ewigkeitssonntag besser, weil wir ja glauben, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Mhm. Aber vielleicht bist auch gerade du in einer Situation, dass du dieses Jahr Menschen verloren hast. Und das ist ein Tag, wo du daran natürlich dich erinnerst und vielleicht halt auch nochmal Abschied nimmst, vielleicht bewusst auch Schmerz erlebst und so. Mhm. Ich wünsche dir, dass dir diese Perspektive hilft, dass du mit deiner Trauer zu Christus gehst, aber dir natürlich auch von ihm Hoffnung geben lässt, weil es dafür guten Grund gibt. Das ist nicht... Ja, das ist seriös, wenn man so möchte. Ja, das glauben Menschen seit 2000 Jahren aus bestem Grund. Wir glauben das, weil Jesus wirklich auferstanden ist. Und auch dafür gibt es, also das stärkt meinen Glauben wirklich, also wenn es um Ewigkeit geht, geht es für mich um Auferstehung und darum, dass das wirklich passiert ist. Und anders kann man gar nicht erklären, wie die Kirche entstanden ist. Die ersten 400 Jahre ist das eine ganz arme, verfolgte Bewegung, die immer nur kassiert, wo die Leute immer nur einstecken so. Mhm. Wo Paulus, ein Typ wie Paulus, ja, der ist total anerkannt, der ist wohlhabend, Schriftgelehrter, guter Typ, Mitte in der Gesellschaft und jetzt wird er voll der Depp. Ja, wegen der Auferstehung. Mhm. Weil Jesus ihm gesagt hat, das stimmt und ich bin wirklich auferstanden. Das gibt es in so vielen Geschichten. Und dann wird die Kirche auch eine weltliche Institution. Ne? Das ist dann alles was anderes. Aber ich glaube, dass Christus wirklich auferstanden ist. Und deswegen ist das so entstanden. Deswegen ist das Christentum auch entstanden. Ja. Stärkt das. Mich deswegen haben wir da besten Grund zur Hoffnung und ich wünsche dir, dass du dass das in dein Herz kommt. Diese Hoffnung, von der ich glaube, dass sie wirklich vernünftig ist. Wir haben nicht nur eine vernünftige Hoffnung, wir haben auch eine sehr gute Hoffnung. Wir entlassen dich mit diesem Wort quasi in den Sonntag. Ja. Mach was draus, lass es an dein Herz und wir sehen uns, wenn du möchtest, nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Mach's gut.